Track. Red Malz. Hey, danke, komm mal mit in die Ecke. Sandborn gebaut, heute bekannt als Pyramiden. Erstmal mache ich dich ein bisschen lauter, du bist alle leise. Okay. Hallo? Hast du das auch gesehen? Sorry. Oh Gott. Stopp! Stopp! Also, ich habe gerade hier eine Leiche gefunden. Manche haben gesagt, stopp, aber dann war schon mein Finger auf dem Knopf. Wahrscheinlich muss ich den Bestatter und so, für alle, ich musste jetzt ganz kurz reinplären, weil auf meinen Stopp, was ich 30-fach gerufen habe, nicht gehört wurde. Ihr wisst alle, worauf ich hinaus will, ja oder nein? Ja. Ja. Ich glaube auch, dass Daniel das zum Teil absichtlich gemacht hatte, weil ich hatte da auch mal gehabt, dass er da absichtlich gemacht hatte. Warum? Ihr habt sehr spät zu mir Stopp gesagt. Ich ging da hin, dann der so Stopp. Ja, das ist richtig. Es war wirklich. Außerdem habe ich es gesehen, Amarillo. Und ich glaube, ich weiß, wer es nicht gesehen hat. Wo ist die Leiche? Ja. Ja, ich hab nichts gesehen, was? Links von der Grabkammer liegt die Leiche. So fürs Protokoll. Ich hab die anderen beiden gefragt, wer von denen gekillt hat. Stopp, gehört. Also ich bin schon eine Runde gerannt. Ich glaube, Daniel, der macht das auch. Na. Also ich weiß, wie die Hälfte einfach nicht auf mein Ja oder Nein reagiert. Ja. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Es gibt so gewisse Dinge, die sieht man. Es gibt so gewisse Dinge, die sieht man. Ja oder Nein? Aber es kommt drauf an, wie du die Frage stellst. Ja, nicht so, als hätte ich es dreimal erwähnt. Ist er noch am Leben? Ist er schon tot? Nee, also wenn ich diese Frage explizit stelle, sagt doch jeder Ja. Ja, ich hab's auch dreimal erwähnt. Wieso hat mir keiner zugehört? Wow. Was? Ja, weil sie hat nicht das gesagt, dass sie es gesehen hat. Ja, eben. Oh mein Gott. Ich hab geskippt. Oh Gott. Du kannst nicht skippen. Und die nach dem Dodo raus! Ich einfach zu jedem los, töte mich! Ich hatte Pelikan. Beste Promi-Taktik! Damit einfach jeder direkt weiß, du bist Promi oder Kanadier. Yay, angeln! Hey, ein Messer. Nein! So. Juni hat gerade Felia getötet und geht der stark auf, was das Juni-Sheriff ist. Ich hab sogar gecallt, romantischer Doppelmord. Okay, ich hätte es sogar riskiert. Ich hätte es auf mich genommen. Xan? Sag mal was. Hm? Ich sag's doch, das ist Trax, ja. Also Trax, dein Geheimnis ist raus. Verräter. Buddy Daniel. Oh. Das kann nicht sein. Amarillo. Nee, es ist nicht Daniel. Nee, es ist Amarillo. Oder? Ich hasse euch alle. Amarillo ist das. Oh, okay. Ich weiß nicht, verschau ich den. Also, was jetzt genau passiert bei dem Mord? Patrick dann? Ja, ist jetzt tot. Und Unicorn, du hast Felia getötet? Ich habe Felia getötet und ich habe auch in der Gruppe mit Ansage Doppelmord eigentlich predicted, aber offensichtlich hat es mich ja nicht erwischt. Sheriff, okay. Mhm. Ja. Okay. Dann war meine Prediction doch ganz richtig, als ich gefragt habe, hey. Hast du gesehen? Ja. Nein? Gut. Weil du gemeint hast, warum ich überspringe, deswegen eben wollte ich eigentlich romantischen Doppelmord beginnen. Hat nicht funktioniert. Achso. So, ich finde Trax noch sehr verdächtig. Trax ist tot, Sun ist noch an. Welchen? Ja, also, können wir bitte Trax voten? Können wir bitte Trax voten? Auf jeden Fall. Wieso Trax ist doch tot? Ja, eben. Deswegen ist er auch verdächtig. Ja.
Ich muss gleich Xan beobachten. Ich muss Xan beobachten. Zera heißt sie. Ich hab vergessen. Warte, weißt du. Layla ist böse. So eine Frechheit. Nein, ich war nicht böse. Was, Dodo? So eine Frechheit. Ich war nicht böse. Hat Layla mich lieb? Nein. Oha, böser Brunnen. Brunnen lügt. Der hat Nein gesagt. Ja, merkst du was, ha? Huh? Du hast mir ja sogar nicht lieb. Du hast mich böse. Dabei bin ich. Nein, der Brunnen spricht die Wahrheit. Aber ich hab mich gewundert. Warum ich gestorben bin während des Reports, das hat mich ein bisschen erprügelt. Mango kam gerade aus dem schwarzen Nebel. Da bin ich schnell zurückgelaufen, wie ich das gesehen habe. Ich habe schnell die Tröte betätigt. Das ich übrigens stimmt nicht. Nein, Key war nicht im Nebel. Danke. Ja. Wenn ich mit dir spawne, hasse ich dich. Das ist nicht meine Schuld. Du hast mir die Bombe wahrscheinlich gegeben, oder? Nein, hab ich nicht. Ich hab's auch ticken gehört. Und dann schreist du auf einmal, jemand hat mir die Bombe gegeben. Ich glaube, Xan. Genau, wer ist denn da gerade weggelaufen, hä? Xan, glaube ich, ne? Uni war bei uns gerade, ist jetzt tot. Ja, Bombe wahrscheinlich. Ja. Nee, die Bombe hab ich. Die Bombe hab ich. Also von der Zeit her zu wenig. Aber wie gesagt, Mango. Also Mango ist schon mal sicher, hat er gesagt. Da kann ich nicht sagen. Mhm. Ich war da wirklich nicht drin, Reclaimer. Ich weiß nicht. Ich war da bei dem Geldhaufen. Sag's, an wem bist du übrigens begegnet? Okay. Unicode, Mango, Daniel, Kira, Amazon, ich glaube, ich bin so ziemlich ein. Alles klar, danke. Super. Ich will, bist du nicht begegnet, die ist gestorben. Ich kann Patrick schon mal rausnehmen. Wir nehmen mal Mango raus, ne? Mal sehen, wie gut du schmeckst. Chuck McNugget! Mango. Ja, ich war als Nebel abgekönnt, die als Pelikan. Oh, verdammt, ich hab mir so eine Mühe gegeben. Ich hab mir so eine Mühe gegeben.